Jo, willkommen zu meinem kurzen Skyrim-Tutorial, in dem ich euch eine der stärksten Waffen in ganz Skyrim vorstellen möchte. Dazu müsst ihr zu dem Mammutcamp namens Tumble Arch Pass reisen. Das ist auf einer Linie zwischen Winterhold und Whiterun. So, dort angekommen müsst ihr ziemlich aufpassen, weil wie ihr seht, gibt es dort ziemlich viele Frosttrolle und Giganten. Und ja, wie ihr seht, kann man die Keule eines Giganten nicht in sein Inventar aufnehmen. Und das ist aber genau die Waffe, an die wir uns jetzt ranmachen möchten. Und da gibt es einen ganz hilfreichen Bug, den ich euch jetzt vorstellen möchte. Dazu müsst ihr in dem Camp hier den Berg hinaufgehen. Und ganz wichtig, ihr braucht einen Begleiter dafür. In meinem Fall ist das jetzt Lydia. So, jetzt sollte die mal mit uns mitkommen. Okay, also wie gesagt, die Waffe wird verheerende Wirkung haben, weil sie macht 197 Punkte Schaden auf der Grundstufe, also vollkommen unbearbeitet. Und ja, hier oben auf dem Berg angekommen, hast du dir eine Schüssel finden mit Schneebären drin. Und genau daneben liegt so eine Keule. Und genau, jetzt dreht ihr euch um zu eurem Begleiter und fragt ihn, ob er etwas für euch erledigen kann. Und bittet ihn dann, die Keule aufzunehmen. Ihr selber werdet sie nicht aufnehmen können, das ist unmöglich. So, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann macht das Ganze einfach nochmal so lange, bis in meinem Fall Lydia jetzt endlich die Keule aufnimmt. Irgendwie will sie heute nicht. Okay, nochmal. So, jetzt macht es. Okay, und sie wird auch gleich die Keule als ihre Erstwaffe benutzen, weil es eindeutig die stärkste ist, die sie im Inventar hat. Jo, das sieht ja schon mal ziemlich lustig aus mit Lydia und der riesengroßen Waffe in der Hand, die größer als sie selbst ist. Ja, wir werden uns gleich mal von der Wirkung dieser Waffe überzeugen und reisen dazu in irgendeine Farm. So, und jetzt werde ich mal schnell die Kuh hier angreifen und Lydia wird mir natürlich gleich helfen. Sehr schön. Ja, da fliegt die Kuh schon. Also es ist ziemlich lustig, das zu sehen. Ja, wenn euch die Waffe genauso gut gefällt wie mir und das Video euch geholfen hat, dann helft bitte auch mir, indem ihr euer Abo macht, das Video liked und das eventuell auch zu euren Favoriten hinzufügt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.